Hochstuhl. Nein, das ist nicht der Hochstuhl. Also ich finde, man kann sehr tief darin sitzen. Haben wir irgendwo einen Sitzsack? Also ich finde es furchtbar. Wir haben keinen Sitzsack. Man kann tief darin sitzen. Man kann vielleicht lang darauf sitzen, dann können die Toilette nehmen. Warte mal, die ist wohl da hinten. Meinst du, die meinten jetzt, dass man lange auf dem Pott sitzt? Wo war die Toilette? Die war auf der Seite, glaube ich. Nee, das Bad hat keine Toilette. Verdammt, muss man immer ins Waschbecken machen. Furchtbar. Sitzsack mit genug Füllung sind okay, aber mit zu wenig sind schrecklich. Also ich muss gestehen, ich hatte früher mal mehrere Sitzsäcke und ich hatte eine Sitzsack-Couch. Und die war super bequem. Die war unheimlich bequem. Ich brauche einen neuen Tipp. Kann ein Bierbehälter damit in Verbindung gebracht werden? Krug. Pumpen. Maß. Rose. Maß. Kelch. Und bei dem Kelch kann man auch nicht sitzen. Ich habe auch keinen Bierkrug gefunden und Krug habe ich auch nicht gefunden. Ja, also wenn Kelch oder Dose. Oder Karaffe. Nee, Karaffe kann auch nicht sein. Fass. 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 Fass hatten wir irgendwo gesehen. Warte mal, wo waren das? Auf dem Dachboden. War das nicht in... Was ist jetzt passiert? Ich glaube, das Spiel ist ist bloß klein geworden. Ist das auf einmal klein geworden? Wollte ich aber nicht. So, das war... Das war hier aber mal. Das hat mir gerade Angst gemacht. Ja, das ist richtig. Speichern ist eine gute Idee. Bding! Versuch's weiter, Karl. Stange. Eine Stange Bier, ja. Ja, kann man auch nehmen. Wir können auch einen Meter nehmen. So ein Meter Bier. Oder so eine Biersäule. So, wir gehen erstmal hoch. Ich glaube, oben war irgendwo das Fass. Sicher, ich meine. Stimmt! Wenn's Kölsch wäre, wäre es ein Kranz. Wäre es ein Kranzbier. Nee, ich glaube, das Fass ist hier. Guck, da ist es. Ja, aber das ist. Das ist das falsche Fass. Das war das nicht anguckbare Fass. Da nicht noch ein Fass. Oh Mann! Okay. Oh nein, da ist noch eins. Ah! Fass. Dem habe ich meinen Stempel aufgedrückt. Das. Warte mal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war. Warum geht denn das an uns weg? Was ist denn jetzt heute los? Weil du klippst, glaube ich, schon wieder mit der Maus aus dem Bild raus. Auf deinen anderen Bildschirm. Okay. Was haben wir denn noch, was nach Bier klingt? Also wie gesagt, ich tippe auf die Dosen oder den Kelch. Flasche. Flaschenbier. Es hat nie jemand was von Flaschenbier gesagt. Und ein Bierbehältnis kann gerade, das Spiel kommt aus Amerika, auch ein Dosenbier sein. Könnte sein. Also willst du in die Küche zu den Dosen? Entweder das oder den Kelch, habe ich doch gesagt. Ja, der Kelch. Wie soll kein Bier aus dem Kelch? In welchem? Ich bin kein Biertrinker. Weißt du, hast du einen Krug? Für Bier. Bierkrug. Aber ich habe keinen Krug gesehen. Also es gibt keine Dosen. Aber ich habe auch keinen Krug gesehen. Hast du einen Krug gesehen? Nein. Ich will noch einen Hinweis. Deren Arbeitsflüssigkeit darin auf. Viole? Tinten. Oh, Tintenfass. Es ist, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, was es ist und ich weiß, wo es ist. Ja.
schließe ich mich an. War im Observatorium, ne? Also in der Bibliothek. Auf dem Tisch, der schon mal des Rätsels Lösung war, wo auch keiner drauf gekommen ist mit dem Sekretär. Das ist richtig. Da ist es. Aha. Play in my Dollhouse. Okay, wir sollen zu seinem Dollhaus gehen. Das war eindeutig. Ich würde sagen, was? Bin kurz mein PC machen, anmachen. Schaust du das am PC, am Handy? So. Weil wir müssen wieder ins Kinderzimmer. Bin mir schon wieder nicht sicher, ob ich in die richtige Richtung laufe. Ich hoffe mal. Ich glaube ja. Ja. So, das war hier in der Ecke, war das mit dem Dollhaus. Das war hier da unten. Da muss man auch mal dran denken, dass es da hinten in der Ecke noch was gibt. So, play in my dollhouse. So. Oh mein Gott, das ist ein Rätsel. Das ist ein komisches Rätsel, ich weiß noch nicht, was ich tun muss. Es ist viel gewinnt. Noch nicht viel gewinnt? Nein, es ist, irgendwas macht er kaputt. Aber was macht er kaputt? Versteh's nicht. Ich glaube, das ist das Spiel, was ich schon mal gesagt habe. Wenn du es einkreist, kriegst du es. Lass es mich wissen, wenn du einen Schimmer hast. Ach, es ist schon vorbei. Das ist verkackt. Versteh aber nicht warum. Da mein Foto von deinem Gehirn habe, ist es noch nicht entwickelt. Versteh's nicht. Also ich mal gucken, kann ich auch hier hinspielen? Kann überall. Ja, du kannst überall hinspielen. Warum? Er hat dich auf jeden Fall in der Schräge geschlagen. Bleib dabei, Karl. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Lass dir doch das Spiel mal erklären. So einfach. Okay, ich hab jetzt nämlich nicht. Den Boden mit dir auf. Du spielst gegen Stauf. Super. Um zu gewinnen, nehme deine Stücke hintereinander oder fange 5 Stück Paare deines Gegenspielers. Ja, aber wie fange ich die? Wenn das Platzieren des zweiten Stückes gespielt ist, kannst du deine Stücke überall auf dem Brett platzieren. Wow, das hilft mir immer noch nicht. Der hat was anderes gesagt, als was da steht. Das ist richtig. Willst du, dass ich den nächsten? Wow. Es wird mir noch nicht mehr erklärt, wie das Spiel geht. Leg mal. Ja, wenn. Ja, leg mal da, genau. Hä? Er hat mir wieder 2 gefressen. Warum kann er das? Warum kannst du das nicht? Vielleicht geht das erst, wenn er 2 hintereinander hat. Mach's mal so. Ja. Ich verfluche dich. Warum konnte ich die jetzt nicht fressen? Das ist eine gute Frage. Warum konnte ich die jetzt nicht fressen? Oh, weil ich mich verklickt habe. Okay, ich habe verloren. Ja. Verdammt. Ja, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Okay. Okay. Ich habe mich einmal verklickt. Das war dumm. Also 2 kann ich überfressen,
Bei kann ich nicht überfressen. So, jetzt frisst er mir meine. Ja, das war klar. Bringe ich hier hin. Ah, dann will er die überfressen. Ja, die will er dann gleich. Ja. Aber ist in Ordnung, ist ein Schlagabtausch. Ich verfluche dich. Nimmt sich zwei von mir, ich nehme zwei von ihm. Noch, wenn es so weitergeht, bin ich im Vorteil. Ja, jetzt will, ja. Will er die auch nehmen. Gut. Ich verfluche dich. Nimmt er die auch wieder? Sei mir in Ordnung. Ist mehr für mich in Ordnung. Bring ich mal da ein. Hat er mich? Nee, hat er noch nicht. Kann hier hinsehen. Ich verfluche dich. Oh, jetzt hat er aber vier. Okay, hat gewonnen. Ja. Verdammt! Hat er gut gespielt. Viel Glück nicht. Ah, okay. Also ja, man darf ja auch noch fünf nicht nebeneinander lassen. Ja. Hab ich vergessen. Ja, dann will er mir die jetzt fressen. Dann mach ich hier einen 4-3er draus, dann kannst du nicht fressen. So, jetzt nehme ich den. Macht er einen 3er draus. Weiß ich jetzt mal den da. Ich verfluche dich. Ja, jetzt hat er meinen 4er. Jetzt hat er schon wieder verloren. Verdammt! Warte, halt! Achso, nee, Moment, ich habe mich verguckt. Er hat einen 4er. Schon, du hättest gewonnen. Nein, er hat einen 4er, damit habe ich verloren. Ah, okay. Ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay, ich kapiere es aber langsam. Langsam komme ich in dem Spiel raus. Zwingen dazu. Und so frisst er mit denen. Mach doch unten über seinen zwei grünen. Ne, links da, wo die zwei grün sind. Unten? Dann. Also nein, oben drüber. Da. Weil er kann sie ja nicht fressen, solange er nicht auf beiden Seiten einen hat. Das ist richtig. Aber jetzt will er es machen. Jo. Ah, jetzt hat er wieder vier. Ja, genau. Hab ich verloren. Verdammt. Ja. Außer ich... Nein, hat er nicht. Ich kann sie ja wieder wegfressen. Stimmt. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr wegfressen. Aber jetzt hat er wieder vier. Ja, jetzt kann ich sie nicht mehr wegfressen. Doch, kann ich immer noch. Aber jetzt kann ich sie nicht mehr wegfressen. Jetzt ist vorbei. Kannst du es nicht nochmal machen? Nein, jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt ist es leider gegessen. Nee. Ja, hat er gewonnen. Wäre so einfach, wenn es nicht so schwer wäre. Ja, hat er mir wieder ausgetrickst, der Sack. Was?
Nein, er hat einen Vierer wieder. Noch schlimmer. Ja. Okay. Er ist gut, der Kerl. Er hat schon wieder drei. Ja, das habe ich gesehen, dass er drei hat. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich es unterbreche. Weiß noch nicht wo. Ich hätte unten gemacht, aber. Da hätte ich eine 4. Ah. Ja, aber das würde ich jetzt einfach nochmal machen. Ich meine, der kann 4. Das nicht. Ja. Setze ich hier hin. Vorsicht, oben macht er gleich. Ich seh's. Ja, jetzt will er die beiden oben fressen. Nee, der will hier eine 4 machen. Der will hier eine 4 machen. Na, und jetzt will er wieder eine 4 machen. Dann muss ich ihn wieder davon abhalten. Jetzt hat er hier eine 4 gemacht. Eine 4. Ja, er hat dich. Ja, er hat mich. Lass es nicht zu weit gehen, Dämmerkopf. Ich glaube, ich werde das nicht über die Viererregel schaffen. Ich muss ihn über die lange Spielzeit besiegen. Er sieht aber, dass ich auch schon die Vierecke bauen möchte. Zack. Das Spiel gefällt mir aber, muss ich sagen. Was, das gefällt dir? Das finde ich nicht gut, dass es dir gefällt. Nein, da rutsch gar nicht hin. Hat er denn jetzt schon wieder was gefressen, der Sack? Ich verfluche dich. Ja, oh, hat wieder 4. Hm. Okay. Bin grad nicht. Meine Aufnahmefähigkeit ist gerade nicht gut genug. Jetzt gehen wir mal ganz weit auseinander. Jetzt will das aber wissen. Ist voll aggressiv diesmal. Jetzt oben. Ah, er will wieder. Nein, halt, er macht einen Vierer sonst. Das heißt, er macht sowieso einen Vierer wahrscheinlich. Er macht so der Sohn Vierer. Weil wenn ich jetzt hier hinklick, macht er. Boah, das hat er schnell gelöst. Wow, okay. Das war aggressiv. Sehr aggressiv von ihm gespielt. Aber gut gespielt. So was müsste ich mal hinkriegen, so eine Zwickmühle. Ja, dann mach mal. Ach, nicht so einfach. Ja. Ich verfluche dich. Damit hat er aber schon seine. Er hat schon wieder die 4. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's. Ich muss schon langsamer spielen. Noch langsamer. Jetzt muss ich wirklich jeden Zug von ihm angucken. Er macht das. Kann er von mir aus auf 4 gehen? Interessiert mich nicht. Weil kann ich blocken. So, ich spiele mal für mich weiter. Möchte nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Ich möchte dahin weiter. Er macht hier 3 draus. Das muss ich stoppen.
Damit hat er mich schon eingecastelt, damit kann ich hier wieder nur 4 machen.